Wir stehen sozusagen in den letzten Zügen mit der Eröffnung der drei Baumhäuser, die ja vor kurzem auf der Golfanlage hier in Nütetzburg errichtet worden sind. Man muss allerdings auch dazu sagen, also es sind nicht herkömmliche Baumhäuser, aber wie man sich das vielleicht als Kind vorstellt, ein paar Bretter zusammengeschlagen irgendwo oben in der Baumkrone. Das sind schon hochmoderne Stelzenhäuser mit knapp 55 Quadratmeter Wohnfläche, Küche, Wohnzimmer, Badezimmer. Also ist eigentlich für jeden was dabei. Ich hoffe, dass wir Mitte Juli dann auch mit der Vermietung endlich beginnen können. Es war schon ein sehr langer Prozess. Ich glaube, es hat insgesamt 6 Jahre gedauert, bis wir eigentlich von der Idee jetzt zur Fertigstellung gekommen sind. Wie kommt man auf solche Ideen, Baumhäuser in Ostfriesland zu errichten? Das ist vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber ich denke, in jedem von uns schlummert ja irgendwo noch ein Kind. Und jedes Kind wünscht sich wahrscheinlich irgendwann im Laufe seines Lebens auch mal ein Baumhaus zu errichten. Und darüber hinaus war es einfach so, dass wir ein großes touristisches Angebot hier in Nütetzburg haben, aber eigentlich noch keine Übernachtungsmöglichkeiten. Und so waren aus diesen beiden Beweggründen, waren schnell zusammengebracht. Und ich habe dann in relativ kurzer Zeit einen Architekten in Bremen kennengelernt, Herr Andreas Wenning von der Firma Baumraum, der mir dann bei der Umsetzung geholfen hat. Der hat diese Baumhäuser entwickelt und kreiert und eben auch maßgeblich den Bau begleitet. Wir werden jetzt nächstes Wochenende das erste Mal dort nächtigen. Ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen. Vor allem die Kinder natürlich auch. Und es lohnt sich bestimmt, dort einmal vorbeizufahren und mal eine Nacht einfach in der Natur zu verbringen. In luftiger Höhe von, ich glaube, 8 Metern schläft man dort. Und das ist, denke ich, schon auch gerade für ostfriesische Verhältnisse eine ganz besondere Höhenlage.